Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute, da spreche ich mit Sven Bauer, dem Geschäftsführer der BMZ, ein Unternehmen, das Hightech-Batteriesysteme in den verschiedensten Variationen herstellt. Und Hauptsitz des Unternehmens ist hier in unserer Region, und zwar in Karlstein. Wir sind auch gerade schon mittendrin und damit erstmal herzlich willkommen, Herr Bauer. Ja, danke schön. Herr Bauer, die BMZ, die gibt es bereits seit 25 Jahren. Angefangen hat alles damals als kleines Start-up-Unternehmen. Mit welcher Vision sind Sie denn damals in die Idee gestartet, eine Firma zu gründen? Die Idee hat eigentlich gar nichts mit Batterie zu tun. Die Idee war aus meiner Vergangenheit, dass ich unbedingt Arbeitsplätze schaffen wollte, um Menschen in Arbeit ein Brot zu halten, damit die Familie kriegen können, ein Haus bauen können. Und das war so immer mein Gedankengut. Da war ich erst 9, da hatte ich so die Idee gehabt und habe gesagt, ich mache ein Unternehmen, weil dann kann ich Menschen eine Arbeit geben und dann auch denen Geld geben, damit sie auch eine Familie gründen und ein Haus bauen können, damit es denen gut geht. Und das ist immer noch das Ziel, Menschen langfristig in Brot und Arbeit zu halten und in eine Zukunft zu geben, langfristig. Das ist der Hintergrund, warum es BMZ gibt. Hat also nicht wirklich was mit Batterien zu tun. Sie haben sich aber dann dazu entschlossen, dass es in die Batterienrichtung gehen soll. Können Sie mir sagen, welche Vorteile haben denn die Batterien im Gegensatz zu anderen Antriebsmitteln? Ja, das ist verhältnismäßig einfach gesagt, wenn Sie mal ein Verbrennerauto heute fahren und das ganze Thema CO2 sehen, die Umweltbelastung, die Spritpreise hoch und runter gehen. Und ich erkläre es dann immer so. Ein Verbrennerauto verbraucht jetzt einen Super, der von mir aus 1,50 Euro kostet. Und dann kaufen Sie sich im Aldi eine Flasche Wein, schütten die zu 80% raus und den Rest trinken Sie. Würden Sie es machen? Nein. Aber der Verbrenner hat genau diese Effizienz, 23-24% Effizienz, um die Fortbewegung zu machen. Also das macht keinen Sinn, 80% an der Weinflasche auszuschütten und 20% zu benutzen, die sie in Fortbewegung haben. Und eine Batterie natürlich im Elektromotor hat eine Effizienz 93-94%. Das, was sie reintun, kommt tatsächlich in dem, was sie wollen, in Fortbewegung wieder raus. Jetzt gibt es die BMZ ja mittlerweile seit vielen Jahren. Es gibt weltweit über 3000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt hier. Hauptsitz in Karlstein ist auch stetig dran, sich zu vergrößern. Was glauben Sie denn, warum ist denn die Nachfrage nach den Lithium-Ionen-Speicherlösungen so hoch? Ja, da müssen Sie nicht weit schauen. Wenn Sie gucken, was Sie zu Hause haben, Sie haben einen Laptop, Sie haben ein Handy, Akku betrieben, viele haben einen Staubsauger zwischenzeitlich Akku betrieben, einen Roboterrasenmäher oder einen Akkurasenmäher, eine Heckenschere von Gardena oder sogar Energy Storage Systeme, die daheim im Keller sitzen, um Photovoltaik Strom einzuspeisen. Das sind lauter Felder, Akkuschrauber, auch klassisch. Jeder hat sehr, sehr viele Akkus zu Hause und es wird auch immer mehr. Es geht mal ein bisschen in die Zukunft, es gibt immer mehr ältere Leute. Wir wollen ja daheim bleiben, die sollen ja nicht alle ins Altersheim. Dann müssen sie mobil zu Hause bleiben. Sie brauchen also einen Badewannenlift, sie brauchen einen Treppensteiger, einen elektrischen Rollstuhl und, alles akkubetrieben. Also ist natürlich, jeder braucht immer mehr mobile Stromversorgung. Sie haben ja jetzt schon viele Bereiche genannt, in denen die Batterien ihre Abnehmer finden. Auch die E-Mobilität spielt ja da eine große Rolle. Wie können denn die Batterien hier angewendet werden? Ja, wir haben natürlich sehr viel E-Mobility-Anwendungen. Wenn man immer nur über Elektroautos redet, ist das ja nur ein kleiner Bereich, dass man irgendwann alle nur noch elektrisch fahren. Aber gehen wir mal ein bisschen zurück. Vor 7, 8 Jahren gab es mal den Hype der Elektrofahrräder, der E-Bikes, wie man so schon sagt. Zwischenzeitlich sind 50% aller Fahrräder, die verkauft werden, E-Bikes. Das heißt, man hat schon Elektromobilität im kleinen Maße. Dann bauen wir aber natürlich auch Elektrobusse, weil die Busse in den Städten sind die CO2-Rauspulver hoch 1. Das heißt, nicht die Autos, sondern die Busse. Und dann haben wir jetzt sehr viele Busse, die wir bauen. Wir machen aber auch Kehrmaschinen, wir machen Müllfahrzeuge, alles, was da dazugehört. Und natürlich auch Autos, wie die Deutsche Postauto, die jetzt alle elektrisch in der Stadt fahren, was ja total sinnig ist. Herr Bauer, in der Batterieherstellung, da spielt ja vor allem auch das Thema Recycling eine große Rolle. Welche Möglichkeiten bieten Sie denn hier für die Wiederverwendung oder sogar für die Entsorgung?
Es ist verhältnismäßig einfach, alles, was wir in den Markt liefern, da gibt es eine Gesetzgebung in Deutschland, muss ja zurückgeholt werden. Sie kennen das, wenn Sie irgendwo in den Supermarkt reingehen, gibt es die grünen Kisten und werfen Sie Ihre Batterien rein. Das machen wir natürlich auch für Fahrräder oder für Autos oder für Stapler. Wir nehmen alles, was wir in den Verkehr bringen, auch wieder zurück. Das wird hier zurückgeholt. Wir schicken also Kisten, Tonnen raus, sammeln die und recyceln die. Es gibt jetzt in der Recycling-Konzepte, haben wir auch im Fraunhofer entwickelt, da werden die Rohmaterialien zurückgewonnen. Wir haben nun das Problem, es gibt sehr viel, das wir rausliefern, es kommt fast nicht zurück. Weil die Akkus halten leider länger wie gedacht. Wenn man mal ein Elektrofahrrad kauft, weiß man, nach 8 Jahren, der Akku hält immer noch. Und wir haben nur gehofft, es kommt mal irgendwann mehr zurück, aber es kommt halt noch nichts. Aber es wird sich entwickeln, je mehr Akkus draußen sind, desto mehr wird auch mal irgendwann zurückkommen. Aber das gesamte Konzept bis zurück zum Rohmaterial, das haben wir schon bei uns im Haus. Welche Qualifikationen müssen denn mögliche Arbeitnehmer haben, um Teil der BMZ Group hier zu werden? Und wie wichtig ist Ihnen auch vor allem das Arbeitsklima? Also Qualifikation ist natürlich die Frage, wo, was möchte man tun? Wir fragen eher andersherum die Person, die sich bei uns bewirbt, was möchte er tun? Es ist ja die Frage, wo fühlt er sich wohl, was möchte er, wo sieht er sich in 5 Jahren? Und wir trainieren ja viele. Wir sagen dazu Goldfischpool, wir implementieren Leute, die sagen, ich möchte weiterkommen, ich möchte mich weiterentwickeln. Da werden die hier bei uns trainiert. Immer als Ausbildungen, auch Dualstudium oder natürlich mit allen möglichen anderen Sachen. Das fördern wir sehr viel und da haben die Leute bei uns eine Chance. Wir gucken nicht auf die Qualifikation, was er hat an Zeugnissen, an Studium und so weiter, sondern eher, was möchte er tun, wo sieht er sich, wo fühlt er sich wohl. Weil nur wenn einer richtig sich wohlfühlt und das tut, was er gerne macht, ist er auch gut. Herr Bauer, sind Sie denn der Meinung, dass Deutschland den Zug verpasst hat im Thema Batterienherstellung? Ja und nein. Der Herr Altmaier war jetzt sehr viel in der Presse, auch die Frau Merkel hat es ja gesagt, hey, wir müssen da was tun. Definitiv ja, wir haben den Zug verpasst, wir sind zu spät. Liegt daran, dass Firmen wie Panasonic, Sony, Samsung, LG schon immer Batteriezellen hergestellt haben, weil die haben Laptop, Handy und so weiter. Wir hatten die Industrie hier in Deutschland nicht. Aber wir haben natürlich das Problem, dass bis 2025 jeder 5. Job, also in der Autobranche, aber auch im Powertool, Gardentool, Medical, in allen Bereichen brauchen wir Batterien. Sehen Sie bei sich zu Hause. Wenn wir da nicht anfangen, Fuß zu fassen, in diese Zellentechnologie reinzugehen, haben ja auch kein Gardena mehr und haben auch kein Philips mehr und haben natürlich auch keinen Autohersteller mehr, weil 35% des Fahrzeugs ist die Batterie, die wir zukaufen aus Asien. Also müssen wir was tun. Die Bundesregierung hat das vor 6, 7 Jahren erkannt, hat viele Förderprojekte gemacht. Also es gibt viele Menschen, die in Deutschland Zellen herstellen können, die wissen, wie es geht, aber die Industrie ist nicht reingejumpt und gesagt, ich baue jetzt eine Zellenfertigung auf. Sie haben es vielleicht mal gesehen, VW hat gesagt, oh, wir überlegen, BMW, oh, wir überlegen, Bosch, oh, wir überlegen. Keiner hat es gemacht. Wir sind jetzt die Einzigen, die sagen, hey, es ist so wichtig für Deutschland, weil doch jeder 5. Arbeitsplatz dran hängt. Das hat auch die Regierung erkannt und deswegen arbeiten wir dran, das jetzt zu platzieren. Was haben Sie denn noch für Pläne für die Zukunft mit der BMZ? Wo soll es hingehen? Wir wachsen jedes Jahr 30%. Von der Seite her, wenn man jetzt vor die Tür geht, sieht man, wir verdoppeln uns gerade hier am Standort an der Zeche Gustav, wie man so schön sagt. Also das heißt, wir haben halt, der Markt wächst in allen Bereichen. Von der Seite ist das das normale Wachstum und wir gehen jetzt etwas tiefer rein, wenn man schaut, wo kommen die Batteriezellen her. Da haben wir nur Asiaten in Korea oder in Japan. Und in Deutschland hat leider diesen Zug verpasst, Batteriezellen herzustellen. Es ist eine Chemie, es ist nicht ganz einfach. Und was wir gerade tun mit der deutschen Bundesregierung zusammen, ist in diese Elektrochemie reinzugehen und tatsächlich eine Zellenproduktion in Deutschland aufzubauen. Daran sind wir gerade dabei. Und mit diesen Worten möchte ich auch abschließen. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.